Ich möchte auch meinerseits alle ganz herzlich begrüßen und mich diesen Dankesworten Leo und Judith gegenüber anschließen. Vielen Dank für euren Einsatz in diesem Jahr. Und ich möchte einen Text lesen aus 2. Timotheus 2, 19 bis 21. 2. Timotheus 2, 19 bis 21. Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt, die sein sind. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, halte sich fern von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene, und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, wie wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Dieser Text, den ich eben gelesen habe, hat Paulus Timotheus geschrieben. Und zwar waren das von den letzten Worten, die er hier Timotheus gesagt hat. Und Paulus hat ja eine Wegstrecke mit Timotheus zurückgelegt. Und genau habe ich auch ein Stück Wegstrecke mit euch zurückgelegt. Und ich habe gedacht, dieses Wort passt sehr gut. Einfach so Abschiedsworte, die Paulus gesagt hat, die gelten auch für euch. Hier steht Vers 19, doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die, die sein sind, und jeder, der den Namen des Herrn nennt, halte sich fern von der Ungerechtigkeit. Dieser feste Grund Gottes, von der hier die Rede ist, ist niemand anderes als Jesus Christus. Denn es steht in 1. Korinther 3 ganz klar, Vers 11, denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und dieser Grund ist das Fundament von unserem Leben, aber auch von der ganzen Gemeinde. Aber es gilt zu beachten, dass Jesus nicht einfach das Fundament eines Lebens ist, sondern weil wir Sünde sind, ist er grundsätzlich einmal zunächst nicht Grund unseres Lebens. Aber wie wird denn Jesus Grund unseres Lebens? Wir müssen ihn als unseren persönlichen Retter annehmen. Es braucht einen Augenblick in meinem Leben, wo ich das Erlösungswerk Jesu für mein Leben in Anspruch nehme. Wir wissen ja, dass Jesus am Kreuz für die Sünden aller Menschen gestorben ist, auch für unsere Sünden. Dass dieser Jesus am dritten Tag auferstanden ist, dass er heute lebt. Und dass er mir als Auferstandener jetzt die Vergebung der Sünden anbietet und ein neues, ewiges Leben. Und es braucht einen Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich sage, Herr Jesus, ich bringe dir meine Sünden. Und er nimmt sie mir weg. Und dann sage ich, Herr Jesus, du auferstandener Christus, kehre du jetzt in mein Leben ein. Und er wird bei mir einkehren. Und in dem Augenblick wird er Fundament. Fundament meines Lebens. Er trägt mein Leben. Und ich bin so dankbar, dass viele von euch wissen, Jesus ist das Fundament meines Lebens. Und weil er, und wenn er das Fundament ist, dann trägt er mich in jeder Situation meines Lebens. Es gibt schöne Zeiten in unserem Leben. Und für die wollen wir dankbar sein. Aber hier besteht die Gefahr, dass wir gleichgültig werden. Es läuft ja alles so flott, so gut. Was brauche ich mich unbedingt immer Jesus zuzuwenden? Auf der anderen Seite gibt es schwere Zeiten. Und dann machen wir Gott Vorwürfe. Warum führst du mich so? Das ist ja obermühsam. Warum? Und dann fangen wir auch wieder irgendwie mit Gott zu hadern. Was ist los mit dir? Und jetzt trägt er uns, dass genau das nicht geschieht. Dass in den schönen Zeiten wir nicht gleichgültig werden und in schweren Zeiten Gott nicht anklagen. Er trägt uns. Und ich bin so furchtbar froh, Leo und Judith, dass ich weiß, er trägt euch. Er wird euch weiter mit seiner wunderbaren Kraft tragen durch euer Leben. Eigentlich wunderschön. Und dieser Jesus, der in unser Leben hineintrat, kam ja durch den Heiligen Geist in unser Leben. Und dieser Heilige Geist ist ein Siegel
So steht es hier im Text. Er versiegelt uns, er sagt uns ganz klar, dieser Heilige Geist, wenn er in unser Leben tritt, so und jetzt bist du ein Eigentum Gottes. Ich bin versiegelt als Eigentum Gottes, also wenn etwas versiegelt ist, dann gehört mir das. Und genauso drückt Gott das Siegel auf mein Leben, den Heiligen Geist, und jetzt gehöre ich ihm. Ich bin sein Eigentum. Und jetzt zeigt mir der Heilige Geist zwei Dinge, wenn ich das Eigentum Gottes geworden bin. Es steht hier in unserem Text, wenn ich ein Eigentum Gottes geworden bin, steht, der Herr kennt, die sein sind. Also Jesus kennt uns durch und durch, wenn wir sein Eigentum geworden sind. Erstens einmal kennt uns Jesus, weil er uns geschaffen hat. Er hat uns geformt im Mutterleib. Er weiß doch, wer wir sind. Und er hat uns auch gerettet. Jesus Christus kennt unsere Begabungen. Er kennt unsere Fähigkeiten. Aber er kennt auch unsere Stärken. Er kennt unsere Schwächen. Und er kennt auch meine Belastbarkeit. Nicht jeder Mensch ist gleich belastbar. Gott weiß, wie belastbar ich bin. Und weil Gott mich kennt, macht er nie einen Fehler in meinem Leben. Darf ich es noch einmal wiederholen? Weil Gott mich kennt, macht er nie einen Fehler in meinem Leben. Ich bin manchmal traurig, dass einige wieder den Eindruck haben, Gott mache Fehler in ihrem Leben. Ich muss sagen, lernt das. Gott kennt euch. Und weil er euch kennt, macht er keine Fehler. Und schaut doch die Situation mal anders an und fragt, Herr Jesus, was willst du mir zeigen damit? Wo willst du mich näher deine Herrlichkeit sehen lassen? Und nicht, warum ist das so und sich aufbäumen gegen eine Situation. Gott macht keine Fehler in meinem Leben. Leo und Judith, Gott macht auch in eurem Leben keine Fehler. Er kennt euch durch und durch. Ich kenne jetzt euch auch schon ein bisschen. Aber Gott kennt euch noch viel, viel tiefer, viel besser. Und er wird nie einen Fehler machen. Und das Zweite, was hier steht, wenn der Heilige Geist in meinem Leben ist, jeder, der den Namen des Herrn nennt, halte sich fern von der Ungerechtigkeit. Achtet mal, durch den Heiligen Geist haben wir ein riesiges Geschenk bekommen. Wir können nämlich mit dem ewigen, heiligen, unendlichen Gott in tiefster Gemeinschaft zusammenleben. Stellt euch mal vor, ich kann mit dem ewigen, heiligen Gott, der alles ins Dasein gerufen hat, das ist mein Vater. Ja, wenn ich so Eigenmönch und Jungfrau jeweils anschaue, sage ich, das hat mein Vater gemacht. Wenn man sich das vorstellt. Und Jesus ist mein Bruder durch den Heiligen Geist. Und ich kann tiefste Beziehung haben mit diesem Gott durch den Heiligen Geist. Und entscheidend ist nun, dass ich diese Beziehung pflege. Oder einige haben auch eine Beziehung in ihrer Ehe, aber sie pflegen sie nicht. Wir sollen die Beziehung, die Gott uns geschenkt hat, pflegen. Und wie pflege ich die Beziehung zu Gott, indem ich die Bibel lese? Da redet er nämlich zu mir. Und indem ich bete, dann rede ich zu ihm. Und das nennt man einen Dialog, das wisst ihr ja. Und so pflegen wir die Beziehung zu Jesus, indem er zu uns spricht und wir zu ihm. Und jetzt sagt hier der Text, wenn du diese Beziehung kennst zu Gott, dann bitte, bitte stelle sie nicht mehr in Frage. Und diese Beziehung stelle ich dann in Frage, wenn ich wieder Sünde dulde in meinem Leben. Wenn ich Ungerechtigkeit in meinem Leben zulasse. Ungerechtigkeit heißt, ich vergebe einer bestimmten Person nicht. Ja, man muss auch sehen, das ist aber mühsam mit der. Nein, das ist Ungerechtigkeit. Wir sollen allen vergeben, wie Christus uns vergeben hat. Oder wir haben irgendeine Lieblingssünde in unserem Leben. Mit dem Internet hängt das vielleicht zusammen oder so. Und wir stören die Beziehung, die wir haben zu Jesus.
Und der Heilige Geist sagt, bitte, bitte, mach das nicht. Störe nicht die Beziehung, die Gott dir geschenkt hat. Bitte störe sie nicht durch Sünde. Sünde ist eigentlich etwas, das meine Beziehung zu Jesus stört. Und ich kann manchmal nicht verstehen, dass einige die Sünde mehr lieben als die Beziehung zu Jesus. Und immer sich mit Sünde beschäftigen, immer wieder in Gedanken, denn nicht nur, wenn jemand eine Sucht tötet, wer ständig in den Gedanken um diese Sucht kreist. Und die Beziehung zu Jesus ist irgendwo im Eimer. Die Beziehung zu Jesus ist das Entscheidende. Und darf ich euch bitten, pflegt diese Beziehung. Vergesst es nicht, das ist das Entscheidende. Und wisst ihr, auch in meinem Leben als Diener hier in dieser Gemeinde, das Allerwichtigste ist etwas, das niemand sieht, vielleicht Christine sieht es ab und zu. Wie ist meine Beziehung zu Jesus? Das könnt ihr nicht feststellen. Aber es ist das Entscheidendste überhaupt im Blick auf meinen Dienst. Etwas, das niemand sonst sieht. Und ich möchte euch mal fragen, wie ist eure Beziehung zu Jesus? Der Heilige Geist hat sie ermöglicht. Aber wie pflegt ihr die? Wie ist eure Beziehung zu dem, der euch geschaffen hat? Zu dem, der euch gerettet hat? Es ist entscheidend wichtig, wie ist unsere Beziehung zu Jesus? Und jetzt steht hier in Vers 21 noch etwas ganz Interessantes. Es steht hier in Vers 21, wenn nun jemand sich von diesen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn, zu jedem guten Werk bereitet. Es wird uns in diesem Text gezeigt, dass Gott uns, die wir in einer persönlichen Beziehung zu Jesus leben, mit Gefäßen vergleicht. Und zwar mit Gefäßen, die Gott brauchen kann, die Gott einsetzen kann. Übrigens, Christine und ich, wir haben enorm viele Gefäße. Wir sagen den Geschirr, also einfach Gefäße, die brauchen die und so weiter. Und die dienen uns. Stellt euch mal vor, wir könnten keinen Besuch empfangen ohne dieses Zeug. Also wir brauchen das, wir brauchen Gefäße. Und genauso ist das auch Gott. Braucht mich als Gefäß, um etwas zu bewirken. Also Gott hat ein Ziel mit meinem Leben. Dazu hat er mich eigentlich gemacht. Und er will mich nun brauchen, um sein Ziel mit meinem Leben zu erfüllen. Ich bin sein Gefäß in seiner Hand. Aber achtet mal, wann braucht man Gefäße? Wenn sie rein sind. Also ich habe noch nie unseren Besuch, also Christine würde sowieso das nie machen, aber ich auch nicht, dass ich dreckiges Geschirr aufstelle. Hey, stelle man sich, übrigens macht das keine Hausfrau, also nur, dass ihr es wisst. Also wir haben alles abgewaschenes Zeug, das wir aufstellen. Reine Gefäße. Aber Gott soll mit unreinen arbeiten. Einige fragen immer, warum braucht mich Gott nicht? Seid ihr rein? Gott arbeitet nur mit reinen Gefäßen. Das muss uns auch hier, da steht es ja. Wir haben uns zu reinigen. Das heißt, Gott braucht nur reine Gefäße. Wann bin ich rein? Wenn ich Sünde begangen habe, bin ich nicht rein. Und dann bringe ich diese Sünde Jesus und er reinigt mich mit seinem heiligen Blut und jetzt bin ich wieder rein. Und jetzt kann mich Gott brauchen. Immer dann, wenn ich gesündigt habe und die Sünde bereinige vor Gott, dann bin ich rein und Gott kann mich brauchen. Und einige müssen die Sünde nicht nur vor Gott bereinigen, sondern auch im zwischenmenschlichen Bereich. Dass ich mich entschuldige beim anderen und sage, du, wie ich dich jetzt vorhin angefaucht habe, das war nicht richtig. Bitte vergib mir. Was ich dir jetzt vorhin gesagt habe, das ist so nicht richtig. Und dann sind wir rein. Gott wünschte sich mehr Gläubige, die rein sind, die er brauchen könnte. Ich habe oft den Eindruck, das Problem ist nicht die verlorene Welt draußen, sondern die Gläubigen, die nicht rein sind, die Gott nicht brauchen kann. Das ist das Problem. Ich bin jetzt jahrelang Pastor und ich muss manchmal weinen über die Gemeinde. Weil ich merke, Gott möchte diesen Menschen brauchen.
Er möchte den brauchen, aber er kann ihn nicht brauchen. Er hat Dinge in seinem Leben, die sind vor Gott nicht bereinigt. Er kann einer bestimmten Person nicht vergeben, er kann sie nicht grüßen und so weiter. Die Unreinheit. Wenn ich rein bin, kann Gott mich brauchen. Und dann steht hier ein Wort, das mich tief bis ins Tiefste hinein bewegt. Ich bin nützlich für Gott. Das ist ja unwahrscheinlich. Stelle man sich vor, wer bin ich, kleiner Mensch, dass der ewige, heilige Gott mir sagt, du bist mir nützlich. Steht? Ich lese noch einmal vor. Das steht hier im Vers 21. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn. Nützlich dem Hausherrn. Gott sagt, ich kann meinen Willen, meine Ziele durch dein Leben verwirklichen. Gott hat einen Plan in dieser Welt. Gott hat Ziele mit unserem Leben. Und wenn ich rein bin, kann Gott mich brauchen, dass er durch mich das bewirken kann, wozu er mir eigentlich das Leben geschenkt hat. Gott hatte damals, als er mich schuf, hat er mir das Leben geschenkt mit einem bestimmten Ziel. Und jetzt kann er, wenn ich rein bin, dieses Ziel durch mein Leben verwirklichen. Ich bin ihm nützlich. Und noch das Entscheidende, wenn ich ihm nützlich bin, bin ich da zur Verherrlichung Gottes in dieser Welt. Gott wird durch mein Leben groß gemacht. Gott wird durch mein Leben verherrlicht. Und genau das wünsche ich mir für dich, Leo, dass du für Gott nützlich bist. Und natürlich du, Judith, auch. Dass Gott sagen kann über euch als Ehepaar, der Leo und die Judith, die sind mir nützlich in meinem Reich. Und jetzt wird noch ein bisschen mehr gesagt, was dieses Nützlichsein heißt. Es steht nämlich hier, Nützlichsein heißt, zu jedem guten Werk zubereitet. Gott braucht euch zu dem Werk, das er für euch ausgedacht hat. Zu jedem guten Werk zubereitet. Das Gefäß ist so geformt, dass er genau das mit euch machen kann, wozu er euch eigentlich gedacht hat. Nun, was sind mit diesen guten Werken gemeint, zu denen wir zubereitet worden sind? Wir sind einmal dazu zubereitet worden, um unserem Ehepartner so zu begegnen, dass er sich neben mir entfalten und sich dem göttlichen Willen entsprechend irgendwie entfalten darf. Dazu bin ich eigentlich zubereitet worden, dem anderen fördernd dienen zu können. Dass der andere durch mich innerlich erstarkt, dass andere durch mich gesegnet wird. Weiter, die guten Werke zeigen sich darin, dass Kinder, die Gott mir anvertraut hat, dass ich sie so erziehen kann, dass sie eine Liebe zu Jesus gewinnen. Und dass sie brauchbar werden für Jesus. Dass ich zubereitet bin zu diesen guten Werken. Und besonders hat Gott mich zubereitet, dass er durch mich das Wichtigste in dieser heilsgeschichtlichen Zeit, nämlich seine Gemeinde bauen kann. Er will durch mich seine Gemeinde bauen. Er befähigt mich, Anteil zu nehmen am Ergehen der anderen. Viele von euch, die heute Morgen hier sind, haben schwer. Ich weiß das. Und jetzt befähigt mich Gott, Anteil zu nehmen an dieser Schwerheit des Lebens der anderen. Es gibt Leute, die fragen immer, wer kann eigentlich Anteil nehmen an meinem Leben? Es steht in der Heiligen Schrift, einer trage des anderen Last. Es heißt, nicht jeder suche sich seine Lastenträger. Einer trage des anderen Last. Dass ich frage, Herr, wer hat eine Last? Und ich möchte sie tragen helfen. Ich möchte sie beten, betend begleiten. Ich frage euch, für wen betet ihr jeden Tag, der hier in dieser Gemeinde eine Last trägt? Es tragen hier viele Lasten, dass ich andere tragen kann, Anteil nehmen kann. Das ist ein gutes Werk, zu dem ich zubereitet bin.
Weiter bin ich zubereitet, um mitzuhelfen, um mitzutragen in dieser Gemeinde. Und ich möchte an dieser Stelle allen ganz, ganz herzlich danken, die so treu in die Gebetsstunden kommen. Hat mich wieder tief bewegt in der letzten Gebetsstunde, dass so viele da waren. Dass wir die Gemeinde miteinander tragen im Gebet. Denn es wäre sonst zu schwer. Ich muss es sagen. Aber wenn wir miteinander tragen, dann können wir das. Gott hat Werke zubereitet und vielleicht hat er den einen oder anderen auch gerufen, in der Gemeinde mitzuhelfen. Und ich danke allen herzlich, die mithelfen in der Jungschar, Teenie-Arbeit, Crossover, Jugendarbeit, im 60-Plus-Arbeit und vielen anderen mehr. Gott will mich brauchen. Er hat Werke zubereitet, die ich tun kann. Er will etwas bewegen durch mich. Und vor allem, er will mich auch brauchen, verlorene Menschen zu Jesus zu führen. Wir haben wieder einen Glaubensgrundkurs. Überlegt doch mal, wen könntet ihr begleiten zum Glaubensgrundkurs? Dann müsst ihr nicht alles selber erklären, ich nehme es euch dann ab. Also ich werde es dann erklären, aber bitte abschleppen müsst ihr die Leute. Also, aber ich helfe euch. Ihr helft mir, indem ihr jemanden begleitet und ich helfe euch, indem ich rede. Also die Vorträge halte. Aber achtet mal, ich habe gestaunt, ich denke, wenn ich immer den Heinz sehe vor mir, wie er zu Jesus gefunden hat, weil jemand ihn an den Glaubensgrundkurs begleitet hat. Ich denke an andere, die zu Jesus gefunden haben an diesem Glaubensgrundkurs. Bitte, Gott will euch brauchen, gute Werke durch euch zu tun. Lieber Leo, lieber Judith, genau, Gott hat auch für euch Werke zubereitet. Er will euch brauchen, seine Gemeinde zu bauen. Er will euch brauchen, verlorene Menschen zu retten. Das ist sein Ziel mit euch. Und ich bin so dankbar, dass er der ist, der es macht. Achtet mal, er hat uns zubereitet zu guten Werken. Wir sind in seiner Hand. Deshalb ist alles, was er wirkt, gehört ihm die Ehre. Ihm allein. Er hat es gewirkt, nicht wir, er. Und er braucht uns dazu, das zu wirken. Zusammenfassend haben wir gehört. Er ist das Fundament unseres Lebens. Wenn wir ihn, Jesus, als Retter angenommen haben und er trägt unser Leben, damit in den schönen Tagen wir nicht gleichgültig werden, in den schweren Tagen Gott nicht anklagen. Und er ist es, der durch seinen Heiligen Geist das Siegel auf uns gedrückt hat und gesagt hat, du bist mein Eigentum. Und wenn ich sein Eigentum bin, dann kennt er mich bis ins Letzte. Und er wird nie einen Fehler machen in meinem Leben. Bitte klagt Gott nicht mehr an, bitte, bitte. Gott macht nie einen Fehler in eurem Leben, er kennt euch. Und bitte zerstört nicht die Beziehung, die ihr habt zu Jesus, indem ihr Sünde im Leben duldet. Bitte macht's nicht. Pflegt die Beziehung zu Jesus. Und ihr seid ein Gefäß in seiner Hand. Und wenn ihr rein seid, seid ihr nützlich für Jesus. Seid ihr rein? Kann Jesus euch brauchen? Noch einmal, denkt daran. Meine Frau und ich, wir brauchen nur reines Geschirr für die Gäste. Es wäre uns noch nie in den Sinn gekommen, so 14-tägiges Geschirr, das wir nie mehr abgewaschen haben, den Gästen vorzusetzen. Also, noch nie. Gott braucht nur reine Gefäße. Einige wollen immer sagen, Gott, schau mal, ich bin so dreckig, aber brauche mich gleichwohl. Sag Gott, nein, mache ich nicht. Ich brauche dich nur, wenn du rein bist. Und wenn wir rein sind, sind wir nützlich für Gott. Das wünsche ich mir, dass jeder, der heute Morgen hier ist, sagt, ich bin nützlich für Gott. Und er, das Nützlichsein heißt, er hat Werke für mich zubereitet. Dass ich mithelfen kann in der Gemeinde, Anteil nehmen kann, mitbeten kann, mithelfen kann und schließlich mithelfen kann, Menschen zu Jesus zu führen. Und abschließend möchte ich sagen, genau das wünsche ich euch. Dass Gott euch, lieber Leo und liebe Judith, braucht, seine Gemeinde zu bauen und Menschen ihm zuzuführen. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du ein Gott bist, der
für uns in den Tod gegangen ist. Du bist auferstanden und du bist zum Fundament unseres Lebens geworden. Und bitte schenk, dass wir uns ganz klar von dir tragen lassen in unserem Leben. Und vielen Dank, dass du auch das Siegel auf uns gedrückt hast und gesagt, du gehörst mir. Und ich kenne dich und ich mache nie einen Fehler in deinem Leben. Du weißt um viele, die sehr schwer haben. Schenk doch, dass sie in diesem Schweren sehen, du machst keinen Fehler. Du hast noch nie einen Fehler gemacht und wirst nie einen machen, weil du uns kennst. Und bitte schenk doch, dass wir diese wunderbare Beziehung, die wir haben zu dir, nicht in Frage stellen durch Sünde in unserem Leben, sondern dass wir ein ganz klares Nein haben zur Sünde. Und vor allem, dass wir ein Nein haben zur Sünde, damit wir rein sind. Dass du uns als Gefäße brauchen kannst. Du weißt um viele, die irgendwie etwas im Leben dulden und du kannst sie nicht brauchen. Und man fragt sich immer, warum brauchst du mich nicht, Herr Jesus? Schenk, dass wir uns neu reinigen lassen durch dein heiliges Blut. Und damit wir dir nützlich sind. Und du hast ja die Werke vorbereitet, damit wir anderen zum Segen sein können. In der Familie, den Kindern, der Gemeinde. Und dass wir mithelfen können, dir verlorene Menschen zuzuführen. Bitte, Herr Jesus, hilf uns. Und jetzt bitte ich dich in besonderer Weise auch für Leo und Judith. Bitte brauche sie in deinem Reich weiterhin. Dass sie etwas bewegen, dass sie brauchbare Werkzeuge sein können, Gefäße in deiner Hand. Und dass sie viele Menschen zu dir hinführen dürfen. Und ich möchte auch noch für die Eltern von Leo bitten. Segne sie, vielen Dank, dass sie in unserer Mitte sein dürfen. Und trage sie auch in deiner Liebe und Fürsorge. Amen. Und jetzt wird Leo und Judith nach vorne kommen und zwei Älteste werden noch mit ihnen beten. Der Leo hat gesagt, er danke allen, die gebetet haben für ihn und für Judith. Und mit dem heutigen Tag ist die Aufgabe nicht abgeschlossen, sondern es ist unsere Aufgabe, weiterhin die beiden zu tragen. Nicht nur Leo und Judith.